Hello Friends, guckt mal, mein Auge. Wie findet ihr es? Ihr schreckt euch jetzt, guckt mal. Buh! Es sieht so krass aus, wenn ein Auge geschminkt ist und eins nicht. Sieht aus wie ein anderer Mensch, oder? Findet ihr nicht auch? Ist ja crazy. Ja. Wow, wie siehst du denn aus? Alter. Ich habe gerade zu den Usern gesagt, schaut mal, wie crazy es aussieht. Ich mache jetzt die andere Seite. Was machst du da? Ich muss eine Schminktechnik ausprobieren. Komm, ich mach mal die andere Seite. Guck mal her. Nein. Ja, komm, ich kann das. Also, wir machen jetzt ein kleines Tutorial, wenn die eine hältst, die sitzt. Nein. Dann kommt der Mitbewohner hier ran. Nein. Und dann, wir fangen an mit dem Kajal. Nein. Erstmal ein kleines Mustache mal. Nein. Ich hab mein Make-up so gut gemacht, Leon. Ich mach die andere Seite. Ich raste aus. Ich mach's gleich mit links, das lass ich so gut aus. Komm. Nein. Komm, schau mal nach oben. Ich kann nicht. Schau nach oben, komm. Ich hab Angst. Oh! So, wir kommen jetzt zum ersten. Entschuldigung. Okay, alles klar. Scheiße. Okay, ja, es geht. Sorry. Also, es ist so geil geworden, das Video. Ja. Mein Make-up ist auch gar nicht schlecht. Nicht schlecht. Du siehst ein bisschen aus wie eine Drag Queen, aber. Also gut. Ja. So muss es sein. Großer Auftritt auf jeden Fall. Wie findet ihr es, Leute? Schreibt mal ja oder nein. Mögt ihr es oder nicht? Ich find's cool. Ja, und jetzt? Ab zu Valentin präsentieren. Nee. Eben. Abschminken, ins Bettchen. Was? Ja, ich hab da Streit mit Valentin. Wegen der ganzen Olivia-Geschichte und Baby-Geschichte. Ich bin Olivia, also nicht für Olivia, aber ich bin ja pro Baby-Valentin. Ich habe ihn ja voll unterstützt, habe gesagt, hey, mach das und ich bin für dich da und so. Und ich finde es auch echt gut, dass er jetzt so die Verantwortung übernimmt. Aber mich kotzt es halt an, dass Olivia das voll ausnutzt. Und sie spielt da voll das falsche Spiel. Und ich habe gestern noch alles gefilmt, wie sie so richtig das Blatt gewendet hat. Es war richtig krass, sie war so nett und dann auf einmal so richtig böse. So, willkommen zu meinem kleinen Schminktutorial hier mit Leon. Ganz wichtig, bevor ihr anfangt zu schminken, erstmal so ein Kinderpflaster um das Auge kleben, damit es schön glitzert. Hier dann noch so schön mit dem Mittelfinger so ein bisschen bunte Farbe auftragen. Am besten die Fingerfarbe aus dem Kindergarten benutzen. Haben wir alle noch zu Hause. Dann mit dem Pinsel ein bisschen drüber pinseln. Zack, 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 wieder mit dem Finger. Nicht vom Leon ärgern lassen. Oh, das war ich. Never mind, weiter geht's mit den Pinseln und links nach rechts und rechts nach links. Oh, war wieder ich. Und dann hier mit so einem, ja, da haben wir einen Tintenfisch ausgequetscht und dann einfach so die Tinte geklaut und mit Mikado-Stäbchen einfach hier so zack, zack, zack. Eine schöne Linie gezogen, Wunderbärchen, kennen wir alle. Ja, die Wimper noch kurz getuscht und unten oben links rechts, tada, fertig, schaut schon echt gut aus. Ich glaube, die Wimpern sind gar nicht mal so echt, also wenn ihr euch Wimpern ankleben wollt, easy going, einfach irgendwie eine Zahnbürste abschneiden oder eine Klobürste, habt ihr Fake-Wimpern, mit Sekundenkleber draufballern und bling bling habt ihr Augen wie Peter Fox, Klimper Klimper, wunderbar. Am besten noch schön aufs Auge zielen beim Kajal auftragen, damn. Und auf jeden Fall habe ich es ihm gezeigt und ich hoffe jetzt einfach, dass ihr es gecheckt habt. Außerdem danke Leute, dass ihr mir alle geschrieben habt, das gibt mir immer Kraft. Ich bin stolz auf dich, dass du so eine Ansage gemacht hast, das ist... Ich glaube, es hat er gebraucht. Ja, safe. Sollen wir es essen? Hast du es gerade gehört? Mein Magen hat mir voll geknurrt. Ja, safe, lass uns essen. Geil. Ich weiß nicht, ob wir so viel da haben, aber... Kriegen wir hin! Wow! Tada! Ey, für das Budget echt nicht schlecht. Ja, 1 Euro kostet nämlich eine Portion. Bam. Und ich habe keinen Bock mehr, immer nur Nudeln zu essen. Deswegen dachte ich mir, Kartoffeln mit Quark ist doch eine super Idee. Aber Leute, wenn ihr irgendwelche coolen Rezepte kennt, für 1 Euro umgerechnet, dann schreibt es mir. Hast du dann ein Kochbuch oder was? Ja. Chiaras 1 Euro Kochbuch. Das wäre doch super. Sparfuchs Chiara. Mhm. Da sehe ich mich. So, guten Appetit. Gut, oder? Und jetzt geht's aufs Konzert. Ich habe so Bock, ich sag's dir. Ja, glaube ich dir. Richtig cool, dass du gehst. Schade, dass du nicht mitkommst. Wirklich. Ja, ich wäre auch echt gern mitgekommen, aber ich bin halt broke. Geht halt nicht. Ist die Ende oder was? Vermutlich. Scheiße, ich gehe schon. Sie jetzt schon da? Ich bin viel zu früh. Zieh dich schnell an. Ich bin unterwegs. I'm coming to you. Hallo? Hallo? Hä? Für Chiara. Dann gucke ich mal da rein. Willst du mich zum Malik Harris Konzert heute Abend begleiten? Hallo Chiara. Hi. Ich habe ein bisschen über, beziehungsweise ich habe sehr viel über gestern nachgedacht. Ja. Und du
Du hattest recht, es war eine schlechte Entscheidung von mir, nicht ihr zu glauben. Also ich habe das Video gesehen und Olivia hat echt krass reagiert. Ja. Und als eine Mini-Entschuldigung habe ich uns zwei Karten für heute für Molly Carries gekauft und würde mich freuen, wenn wir da zusammen hingehen können. Ja, können wir machen. Ist es ein Ja? Ja. Und heute sprechst du heute hier Binky Promise ohne Olivia. Ja. Keine Nachrichten von Olivia, Handys aus, nur wir zwei. Okay. Ja. Wollen wir? Ja. Und wenn ihr dabei sein wollt, wie wir jetzt auf... Ah, warte, ich muss mich noch fertig machen. Aber Leute, wenn ihr dabei sein wollt, dann abonniert und drückt die Glocke. Und ich mache mich schnell fertig. Komm, schnell! Auf geht's! Take it, pretty sure I'm gonna make it all alone. I think I'm gonna be fine. And I don't need no admiration. There is no one to make me doubt this time. Only frozen in my mind. And I'm crazy, believing things inside of me better be numb. I'm here, I'm scared of being what I should have never become. I'm here to get you out of my mind, however it's done. And I'm breaking away from things that I would have never outrun. As little I came to think of all I could ever become. I'm here to get you out of my mind, however it's done. Try to break your back all you want. Telling me better be numb, I'm here. I'm scared of being what I should have never become. I'm here to get you out of my mind, however it's done. Breaking away from things that I would have never outrun. It's better. I came to think of all I could ever become. I'm here to get you out of my mind, however it's done. Try to break your back all you want. But there's something I just can't shake off, no. She's the one that's on my world. She's taking her toll. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Dein Ernst, Valentin, Olivia? Sorry, du hast recht. Es tut mir echt leid. Schau, ich steck mein Handy jetzt rein, okay? Sei bitte nicht böse, wir gehen jetzt rein. Nur Party, nur wir zwei, okay? Okay. Es war halt ultra wichtig, aber nicht mehr. Komm. Das ist richtig Party hier. Party. Malik, willkommen. Ihr wisst nicht, was hier gerade abgeht. Guckt mal bitte darüber. Was zur Hölle geht hier ab? Wir haben einfach gleich ein Meet and Greet mit ihm. Es ist so, so krass. Vicky hat es organisiert. Ich bin so aufgeregt. Ich will ihn so viele Sachen fragen. Ich weiß gar nicht, was ich fragen soll. Gott, der ist ja letztes Jahr für den ESC, also für Deutschland beim ESC angetreten. Ich hätte so safe für ihn gestimmt. Ja, ich habe für ihn gestimmt, aber leider hat es nicht geklappt. Ja. Es ist so asozial, weil er war so krass. Er hätte das gewinnen müssen. Ich sag's euch ehrlich. Fall. Er ist so sympathisch, er hat verdient. So cool. Ja. Leute, ich bin so aufgeregt.
Okay, lass mal hingehen jetzt, oder? Ja. Okay, let's go. Hi. Grüß dich, hi. Hat mal Leute im Malik. Oh mein Gott. Grüß euch. Richtig, richtig geile Show erstmal. Vielen Dank. Das war so, so toll. Dankeschön. Ich will auch Sängerin werden und ich habe eine kurze Frage an dich. Okay. Und zwar wollte ich fragen, wie schaffst du es, immer so motiviert zu sein? Auch bei Rückschlägen zum Beispiel. Bei mir läuft gerade alles schief mit Gesang und es ist so eine Katastrophe und ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Oh, und deswegen brauche ich unbedingt Tipps von dir. Ja, oh, scheiße. Okay, warte, lass mich kurz überlegen. Also ich versuche ein paar Sachen. Also eine Sache ist, ich versuche immer, Rückschläge sind ja oft mal eine kleine Chance. Ich sage zum Beispiel mal, ich bin beim ESC, für die, die es nicht wissen, letzter Platz geworden. Und danach ist bei mir aber alles voll durch die Decke gegangen. Und ich dachte im ersten Moment auch so, oh scheiße, okay, alles vorbei. Aber danach ging das erst richtig los. Und so ist das oft auch mit Trennungen zum Beispiel. Auch wenn eine Beziehung vorbeigeht, denkt man sich erst, oh scheiße. Und dann aber ist man so, hat man so eine gewisse Freiheit und alles ist nochmal auf eine ganz andere Weise besonders. Und daran sollte man festhalten. Gerade wenn du ganz unten liegst, ist das meistens, wie sagt man, die Sonne geht ja erst auf, wenn es am dunkelsten ist. Ne? Ja, so, richtig, ne? Richtig schöner Spruch. Ja, danke schön. Können wir noch ein Foto machen? Ja, sicherlich doch. We used to be the Rockstar. Was denn für eine Stimmung gerade war, oder? Das war so geil. Oh mein Gott, das war so geil. Ey, war echt gut. Echt gut. Was ist mit dir eigentlich? Nur am Handy chillen, oder was? Komm mal ins Real Life zurück, Digga. Real Life, Real Life, Real Life. Ey! Alles gut? Ja, sorry. Olivia hat wieder irgendwie Bauchschmerzen und keine Ahnung. Ich muss mal gucken, ob es dem Kind gut geht. Schon wieder irgendwelche Bauchschmerzen. Merkst du nicht, dass es jeden Tag ist, Valentin? Ach, Chiara, ich... Was soll ich denn machen? Wir sagen gleich, ja, du lügst und dann habe ich da wieder Stress. Egal, was ich mache, okay? Egal, was ich mache. Alles, was ich mache, ist gerade falsch. Was soll ich denn machen? Ja, weißt du was? Vielleicht geht es einfach nicht, mit alle drei unter einen Hut zu kriegen. Und vielleicht, weißt du, ich habe keinen Bock, immer deine zweite Geige zu sein, Valentin, echt nicht. Also, du hast keinen Bock, okay. Ja, wunderbar. Wenn du dann keinen Bock hast, Chiara, dann sollen wir vielleicht am liebsten Schluss machen, oder was? Ja, vielleicht ist es besser.